Alfs Lachsfilet mit Bärlauch-Biskuithaube auf Weißweinsauce. Benötigte Zutaten für circa 3 Portionen sind 600 Gramm Lachsfilet ohne Haut, 2 Eier, 40 Gramm glattes Mehl, 2 Esslöffel passierter ausgedrückter Bärlauch, zum Würzen Salz, Pfeffer, Zitronensaft und zum Braten entweder Butterschmalz oder Olivenöl. Als Soße richte ich eine Weißweinsoße her. Zutaten für die Weißweinsoße sind ein Esslöffel Butterschmalz oder Margarine, die gleiche Menge glattes Mehl, ein Achtel Liter Weißwein, ein Esslöffel fein geschnittener Zwiebel, ein Achtel Liter Fischfond oder Gemüsefond, in dem Fall handelt es sich um Gemüsefond, und ein Achtel Liter Schlagowas. Lass etwas Butter im Topf zergehen. Wenn die Butter heiß ist, kommt ein fein geschnittener Zwiebel dazu, ungefähr ein Esslöffel. Der Zwiebel wird nur glasig angeschwitzt. Dann kommt ein Esslöffel glattes Mehl dazu. Das lassen wir einmal aufschäumen. Dann gießen wir mit einem Achtel Liter Weißwein auf. Lassen das Ganze einmal aufkochen. Geben einen Achtel Liter Fischfond oder Gemüsefond dazu. Ich verwende jetzt einen Gemüsefond. Die Herstellung von Alfs Gemüsefond findet ihr in einem anderen Video. Der Link ist dann in der Beschreibung. Das lassen wir jetzt wieder 2-3 Minuten dahinköcheln. Nachdem der Fond und der Weißwein 2-3 Minuten gekocht haben, kommt zum Schluss noch ein bisschen Schlagobers dazu. Noch einmal kurz köcheln, abschmecken. Und die Soße ist fertig. Lachsfilet gut auf beiden Seiten mit Zitronensaft beträufeln. Ebenfalls auf beiden Seiten salzen und pfeffern. Gebratenen Fisch richten wir jetzt ein Backblech mit Backpapier her. Wenn die Butter heiß ist, können wir schon den Fisch anbraten. Wir braten auf beiden Seiten schön an. Wenn wir eine gute Farbe haben, können wir schon umdrehen. Noch ein bisschen weiter. So, jetzt können wir den Fisch schon umsetzen aufs Blech. Wichtig ist, dass er wirklich nur angebraten ist, sonst wird er uns dann so durch, wenn das Bärlauchbiskuit drauf ist. Schön weit auseinandersetzen. Jetzt klären wir die Eier für unser Bärlauchbiskuit ab. In den Schneekessel kommt das Eiklar, in die extra Schüssel Dotter. Wenn wir mit Eier arbeiten, müssen wir immer aufpassen, Eier schauen gleich entsorgen. Das Backrohr heizen wir in der Zwischenzeit auf 180 Grad Heißluft vor. Das Eiklar wird jetzt aufgeschlagen. Immer vorsichtig den Dotter unter.
Mehl und den Bärlauch. Unterheben. Noch etwas pfeffern. Bisschen Salz. Nochmal unterheben. Noch etwas pfeffern. Bisschen Salz. Jetzt kommt die Biskuitmasse auf den Lachs. Geht am besten mit einem Löffel. Bei 190 Grad schieben wir jetzt unseren Lachs für circa 8 Minuten in den Ofen. Jetzt können wir den Lachs dann schon anrichten. Als Beilage habe ich hausgemachte Nudeln hergerichtet. Die Herstellung der hausgemachten Nudeln findet ihr in einem anderen Video von mir. Der Link ist dann in der Beschreibung. Die Weißweinsauce setzen wir jetzt den Lachs. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das so ist, liked es und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank.